wir kriegen jetzt einen Anruf. Schauen wir mal, ob das der Pressesprecher ist. Ich schalte mal auf laut. Ja, hallo? Lonski Tietenthal sollte gleich dran sein. Ja, Wolfgang, ja? Bitte verbinden. Ja. Weiter. Ja, Wolfgang Fellner? Ja, Peter Lonski, schönen guten Morgen. Grüß Gott, Herr Lonski, Sie sind auf Sendung, darf ich sagen, Sie sind live auf Sendung von OE24TV. Herr Lonski, ist es richtig, dass die Frau Außenministerin sich im Spital befindet? Lieber Herr Fellner, der Herr Kabinettschef von der Außenministerin versucht Sie gerade dazu zu erreichen. Ja, aber Sie, glaube ich, Sie können uns zumindest fürs Fernsehen, Sie sind ja der Regierungssprecher, bestätigen, ob es richtig ist, dass sich die Frau Außenministerin im Spital befindet. Ist das richtig? Ist diese Information richtig? Ja, ich weiß, dass die Frau Außenministerin erkrankt ist. Ja. Und würde bitten, dass der Kabinettschef sich über den letzten Stand informieren kann. Ja, also die Information, dass sie erkrankt ist und sich im Spital befindet, ist richtig. Das ist keine Fehlinformation. Dass sie erkrankt ist, ist richtig. Den weiteren Schritt bitte ich Sie direkt mit dem Kabinettschef zu besprechen. Danke, Herr Lonski, wie immer, wie wir es von Ihnen gewohnt sind, extrem professionell und extrem schnell. Danke vielmals. Dankeschön. Danke sehr, wieder. Ja, das war also der Regierungssprecher Peter Lonski-Tiefenthal, der hiermit mal bestätigt hat, dass die Grundinformation richtig ist. Was wir natürlich nicht wissen, ist, ob die Frau Außenministerin nur sozusagen zusammengebrochen ist, ins Spital gekommen ist und jetzt wieder zu Hause ist, ob das eine Kreislaufgeschichte war oder ob sie sich tatsächlich, so wie Josef Moser, zu einem längeren Aufenthalt im Spital befindet und was da wirklich passiert ist.